Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Alex wieder und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Und wie jede Woche gibt's auch wieder diese Woche ein Update zu den vergangenen Deals, die ich veröffentlicht habe. Und wir schauen uns mal wieder an, wie sich die Preise entwickelt haben. Es waren super interessante Artikel dabei und die schauen wir uns natürlich an. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video und bleib bis zum Schluss dran. Ja, Freunde, wie angesprochen, gab es wieder interessante Deals letzte Woche, die ich für euch veröffentlicht habe. Und wer hier zugeschlagen hat, hat nichts falsch gemacht. Wir schauen uns gleich auch an, wie sich die Preise entwickelt haben, ob es profitabel war oder nicht. Zuerst einmal zum aktuellen Stand der Dinge. Wir stehen kurz vor dem großen Weihnachtsgeschäft und das heißt für uns Online-Händler die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Deshalb ist es sehr wichtig, jetzt so viel Ware einzukaufen wie nur möglich und hier spielt natürlich auch die große Rolle, für welchen Preis ihr die Ware einkauft. Und die Deals, die ich hier veröffentliche, da kann man im Grunde genommen nicht viel falsch machen. Natürlich ist das eure Verantwortung, welche Waren ihr einkauft und welche nicht. Ich analysiere das für euch und schaue mir an, wie sich der Preis in der Vergangenheit entwickelt hat und so weiter. Und dementsprechend schaue ich das, wie sich der Preis in der Zukunft entwickeln könnte, so dass man diese Produkte profitabel weiterverkaufen kann. Und die letzten Wochen, die Deals, die ich veröffentlicht habe, waren wirklich nur die Ruhe vor dem Sturm. Es sind einige Deals gewesen, aber das ganz Große kommt erst noch. Von Amazon kam die Nachricht, dass wir hier Amazon hier schon den früheren Black Friday, also die früheren Black Friday Wochen schon machen möchte. Und zwar schon ab dem 8.11. immer 7 Tage sind das und ab dem 15.11. Ja, das werden 2 Wochen sein, wo viele Angebote bei Amazon veröffentlicht werden, wo man ruhig zugreifen kann, so dass man diese dann im richtigen Black Friday oder Ende November dann wirklich verkaufen kann. Im Weihnachtsgeschäft werden die Preise sehr hoch steigen, so dass man hier zugreifen kann. Und deshalb, falls du noch nicht den Newsletter bekommst per WhatsApp, dann findest du alles unten in der Beschreibung, wie du dich dafür registrieren kannst. Das Ganze bekommst du kostenlos. Dementsprechend ist das Ganze auch voll unverbindlich für dich. Falls du auch neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ich gebe hier regelmäßig Mehrwertes an die Hand, um dir das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay zu erleichtern. So, schauen wir uns mal die Deals an. Und zwar, es gab den ersten Deal hier von Digitoys, so ein ferngesteuertes Flughafenfeuerwehrfahrzeug. Und wir haben dieses Produkt hier für, ich schau mal eben, für 19,99 Euro bekommen können, plus 3 Euro Versand, ab 3 Stück wäre das Ganze sogar kostenlos. Und der aktuelle Preis, wir können das ja mal vergleichen, ich mache das ja immer bei Amazon und eBay. Der aktuelle Preis für dieses Produkt ist hier bei Amazon, bei 50 Euro liegt er hier bei Amazon. Ja, veröffentlicht war das Ganze für 20 Euro, dementsprechend haben wir hier die Möglichkeit, ungefähr 15 Euro Resellergewinn zu machen. Das ist wie gesagt abhängig, wie sich der Preis noch weiterentwickeln kann. Aber ich sag mal so, für 20 Euro eingekauft und für 15 Euro Gewinn damit gemacht, das kann man definitiv machen, das ist eine gute Marge. So, das Ganze habe ich hier auch nochmal offen für bei eBay und bei eBay sehen wir, das Ganze geht hier auch sogar noch weit über 50 Euro. Dementsprechend ist das ein profitables Produkt gewesen, was man hätte kaufen können. Ihr seht es hier, bei Saturn ist das Ganze restlos ausverkauft, keine Abholung ist möglich, auch keine Lieferung ist möglich. So, kommen wir zum nächsten Produkt, das war so eine Razer, so ein Mauspad für ein längeres mit Beleuchtung und auch das gab es hier zu einem Angebot von 26,99. Wir können uns das Ganze einmal anschauen. Hier war das nämlich veröffentlicht in der Grafik, sehen wir das hier. Wenn du nicht weißt, welches Tool ich dafür nutze, ich packe dir mal einen Link unten in der Beschreibung, so siehst du das, mit welchem Tool ich das Ganze hier analysiere, wie sich der Preis in der Vergangenheit entwickelt hat. Und wir können sehen hier, das war natürlich der absolute Bestpreis von 26,99. Das Ganze war auch nur 2 bis 3 Tage verfügbar. Ich habe das Ganze hier für euch am Sonntag zur Verfügung gestellt, hier am 24. Und dann ist das natürlich hier komplett vergriffen worden bei Amazon. 2 Anbieter gibt es noch, die das Ganze hier anbieten für 70 Euro, also ab 70 Euro. Eingeschätzt habe ich das Ganze mit einem Resellergewinn von 15 bis 20 Euro. Dementsprechend auch hier ein sehr profitables Produkt gewesen, was man ruhig zugegriffen haben könnte.
So, gucken wir uns das nächste Produkt an. Und zwar war das hier ein Rocket, ja, eine Tastatur beleuchtet für Gamer. Und diese gibt es tatsächlich auch noch für diesen Preis, wie ich das auch veröffentlicht habe, für 35 Euro Versandkosten, zuzüglich Versandkosten. Ihr seht es hier oben, ab 50 Euro ist das Ganze versandkostenfrei. Also ab 2 Stück würdet ihr das Ganze schon versandkostenfrei bekommen. Wie ist der Preis dafür? Das können wir uns auch gerne mal anschauen. Wir sehen hier, bei Amazon haben wir hier das Ganze ab 93,99 zu haben. Und das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Also sehr profitabel, auch in sehr gute Bewertungen und natürlich ein sehr bekanntes Produkt, Markenprodukt. Dementsprechend hier ein Reseller-Gewinn von 20 bis 30 Euro realistisch gewesen. Das waren die drei Deals. Der ein oder andere sagt, es ist mir zu wenig. Ich poste halt nicht alles Mögliche. Es gibt natürlich sehr viele interessante Produkte, die man wiederverkaufen könnte. In der Regel ist es dann wirklich so, dass man das privat für sich kaufen könnte. Aber zum Weiterverkaufen lohnt sich das in der Regel nicht, weil es halt dann ja 5 Euro Gewinn macht bei vielleicht 50 Euro Einkauf. Ja, das muss nicht unbedingt sein. Deshalb möchte ich auch hier die Nachrichten, den Newsletter nicht voll spammen, sondern wirklich nur gezielt Produkte, von denen ich ausgehe, dass diese weiter zu verkaufen sind und zwar profitabel weiter zu verkaufen sind, veröffentliche ich hier. Also, falls du noch nicht eingeschrieben bist, gerne unten alle Informationen dazu unten in der Beschreibung. So, dann möchte ich euch ein neues Tool zeigen und zwar kennt das der eine oder andere schon, Helium 10. Und mit Helium 10 kannst du beispielsweise Produkte analysieren, wie gut diese sich bei Amazon verkaufen lassen. Ja, dieses Tool ist speziell für Amazon-Händler und die Amazon nutzen. Und ich habe das Ganze hier mal rausgesucht. Und zwar funktioniert das Ganze hier über Chrome als Add-on. Und zwar nennt sich das Ganze hier Helium 10 X-Ray. Ihr seht es hier oben. Ihr könnt das Ganze bis zu einem gewissen Volumen kostenlos nutzen. Danach wird es kostenpflichtig, jedoch habe ich für euch einen Rabattcode, den findet ihr unten in der Beschreibung. So, mit diesem Tool könnt ihr dementsprechend sehen, wie sich diese Produkte verkaufen. Und schauen wir uns mal einfach dieses Digi-Tool an und schauen, wie sich das in der Vergangenheit verkauft hat. Ihr könnt das Ganze hier als Add-on euch installieren und könnt das Ganze ganz schnell hier euch öffnen und dementsprechend direkt bei der Amazon-Produktseite analysieren lassen. Wir sehen hier einmal das Produkt, wir sehen hier den Preis von dem Produkt, wir sehen hier, wie viele Verkäufe in den letzten 30 Tagen stattgefunden haben. Also 145 Verkäufe ist eine recht gute Summe. Dementsprechend war das schon davon auszugehen, dass wir hier dieses Produkt, wenn wir das für den geringeren Preis kaufen, auch hier bei Amazon sehr einfach verkaufen können. Das Produkt war auch frei verkäuflich bei Amazon. Dementsprechend habt ihr hier keine Auflagen oder Nachweise erbringen müssen, Amazon gegenüber. Wir haben hier die Möglichkeit, eine Grafik zu sehen, anhand der wir sehen können, wie sich die Verkäufe in den letzten, ja, 30, 90, ein Jahr und auch komplette Zeit verhalten haben. Und wir sehen hier, dieses Produkt hat sich zu natürlich Weihnachten sehr gut verkauft, das, was gerade ansteht, dementsprechend sehr profitabel auch gewesen. Dann hat das Ganze ein bisschen abgenommen. Im Sommer hat das zugenommen, weil es halt ein Wasserspielzeug ist und Wasser rumspritzt damit, dementsprechend für Sommer sehr interessant. Und ja, jetzt wird es natürlich wieder diese Zeit kommen, wo man hier im Weihnachten das Ganze sehr gut verkaufen kann. Dann als nächstes sehen wir hier den Umsatz, der in den 30 Tagen erwirtschaftet wurde mit diesem Produkt. Dann sehen wir hier das Ranking. Das ist dementsprechend das, was ihr hier unten seht. Und zwar ist das bei den Spielzeugen auf Platz 26.000. Klingt viel, ist aber recht gut. Sehr einfach auch zu finden dementsprechend. Wir sehen hier FBA-Gebühren, die anfallen, falls ihr das Ganze über Amazon abwickeln lässt. Und einige weitere Informationen, die jetzt nicht unbedingt relevant sind für euch. Dieses Tool könnt ihr wirklich nutzen, um das Ganze zu analysieren. Wie gesagt, einen Rabattcode findet ihr unten in der Beschreibung von mir und bekommt das Ganze günstiger. So viel dazu. Also, das sind die Dinge gewesen. Wie gesagt, es kommen jetzt in nächster Zeit sehr, sehr viele Deals. Deshalb sei mit dabei, verpasse keinen Deal und schreib dich in den Newsletter per WhatsApp kostenlos ein.
Falls dir dieses Video gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Falls du noch nicht diesen Kanal abonniert hast, abonniere den jetzt, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen und bis zum nächsten Video. Ciao.